Muchachos, es ist mal wieder Zeit. Kein Warroid, kein Barty-Parcours, heute mal wieder. Zu Fuß. Eiskalt von René, der hat einmal uns ein bisschen enttäuscht. Ja, ich hoffe, dass er jetzt glänzen kann. Und das alles in ultimativer Halloween-Manier. Ein wunderschöner Kuhner Silber, Deko. Moin, moin. Moin, servus, moin. Einen wunderschönen guten Reis, die Nüsschen seinem poliert. Ich wünsche guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Besserung, guten Dienst, guten Feierabend, guten Appetit und guten. Oh ja. Yeah. Ey, ihr könnt beide nicht fahren, Alter. Richtige Sacknasen. Alter, Digga, ausgewichen auf Justice, Digga. Was? Los. Digga, einfach Digga. Call me Neo, Alter. Ja. Sieht schon irgendwie interessant aus, oder? Wenn man mal so nach oben guckt, sieht schon fancy aus. Aber so langsam könnt ihr den Halloween-Modus mal rausnehmen. Ist das vom Halloween-Wetter, nicht von der Map eingestellt? Ja, Halloween-Wetter. Silber, du hast ja gar keine Ahnung von zu Fuß, oder? Nicht viel. Bullshit, Digga, perfekt. Du brauchst doch immer diese ganzen Arena. Hey, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Er spielt ruhig so schon. Hier nicht. Klar. Ist auch gut, Digga. Nee, die Maps auf Caio Perico funktionieren nicht mehr. Die sind alle kaputt. Ah, schade, ey. Dann das geht ist richtig blöd, ey. Caio Perico war schon richtig geil. Gibt's eigentlich bald mal wieder ein neues GTA-Update? Ich habe gehört, dass die Next-Gen-Sachen rüberkommen soll von den Konsolen auf dem PC. Davon habe ich auch gehört, aber ist da so viel anderer Shit? Naja, das heißt, was soll dabei sagen? Das heißt, die Mapper auf dem PC haben 100 Elemente mehr. Ach so, also aber nicht neue Elemente, sondern sie können einfach mehr verbauen pro Map. Genau. Ja. Geil, Digga. Also dann verdoppelt oder was? Statt 200 dann 300. Genau. Okay, 30% mehr. 30% längere Maps. Da ja, können wir ja alle sexy, nur von profitieren, sexy. Muss man sagen. Ah, und weil das hier keine zu Fußball-Map von Silber ist, habe ich sogar Waffen. Ja, bei der letzten hattest du auch Waffen, ja. Ich freue mich wieder instant, ne? Richtig Bock. Ich hab Waffen! Lol. Das hatte ich für ein Gerücht. Aber ja, René baut ja ab und zu mal zu Fußballcode. Die letzte war richtig Schwanz. Und diese hat 17%. Ich weiß nicht, ob die von der Schwierigkeit kommen oder. Hä? Warum schmeiße ich einfach hin? Hast du mir gerade in die Beine geschossen, Deko? Nee, ich wollte eigentlich jetzt anfangen zu schießen, aber. Schon zweimal ist er einfach so weggebrezelt. Schieß jetzt Silber in die Knie. Ich find's geil, wie meine Hose leuchtet, weil es dunkel ist. Was hast du denn für eine fancy Hose an? Ist das so eine. Die ist gemoddet. Ah, okay. Also ich wollte gerade sagen, sieht schon ziemlich krass aus. Denke, ich bin fast tot. Please. Ja. Please. Ich hab dir nichts getan. Eigentlich wollte ich auch nochmal mit dem Atomizer hier trollen, aber. Ich hab Mitleid mit euch. Das ist sehr lieb. Oh, Mann, ich würde so gerne jetzt noch genau vor dem Punkt noch, ne? Das wäre so geil, ey. Alter, ich bin auch fast tot. Beruhigt euch. Hallo! Ey! Silber! Ich merke mir das, ich hab den Punkt bekommen, aber ich merke mir das, ja? Hey. Runter mit dir, du Sackaffe! Das war ein Spawnkill, ja? Silber trollt! Ich muss mir aber wieder meine Waffen, ich hab in irgendeine meiner Waffenkammern, habe ich meine ganzen Waffen verstaut. Zum Beispiel die Leuchtfackelpistole habe ich nicht. Digga, Boxershorts, aber sowas von! Hallo. Ich wollte dich nur trollen, ja? Was macht ihr hier? Nix. Ey! Was ist los? Ja, wie auch noch den Spawn-Schutz ausnutzt, ey. Richtiger Lappon, Alter, richtiger Lappon. Silber, was hast du vor? Nix. Mach dir da. Der kämpft hier schon wieder. Du kannst Silber mal ordentlich wegballern. Guck mal, Silber will richtig auf die Schnauze kriegen. Deko, Trier die ganze Zeit nach vorne. Ey. Oh. Deko, ich hab dir nichts getan. Marvin hat mich gebeten. Ah, 17%, aber Deko, du findest ja die Map auch gerade wahrscheinlich relativ easy weasy. Ja, oder? Ich meine, hier ist ja noch nichts bis jetzt. Ich hoffe, da kommt noch ich was. Ich sehe auch noch nichts bis jetzt. Also. René, mach uns nicht schon wieder. Das ist alles nur traurig, durchlaufen. Digga. Mach uns nicht schon wieder traurig. René, ich hab mich so gefreut auf eine geile zu Fußballkur-Map, ey. Und ich schaue ja immer auf die. Ey, Alter! Der genau vorm Punkt, Alter. Dafür soll dein Schließmuskel weggammeln, Alter. Was ist denn los mit dir? Deko hat mich weggefickt, ich hab mich nur gerecht. Silber ist heute auf Krawall gebürstet. Unterhose, Boxershorts. Er hat überlebt? Ja, er hat überlebt, ja, du hast verkackt. Könnte man sagen. Ja, aber als wenn Silber da jetzt den Punkt. Ich mach nichts, Deko, ich mach nichts.
Ich auch nicht. Weiß genau, was du vorhast. Das mach ich auch nicht. Ich weiß heilen, was er vorhat. Welcher Schwanzgrabscher war das? Ich guck mal, was ich hier für eine Waffe habe. Ich mach doch nichts. Ich schwör's dir, ich war's nicht. Ich war direkt hinter dir. Ich hätte dich doch locker runterhauen können. Bullshit! Ey, direkt vor. Oh ne, ich hab ihn noch. Oh. Er hat unverdient! Ja, ich hab hast ihn noch. Hast du nicht verdient, ey. Oh. Hast du ein ehrlich nicht verdient, ey. Ey, was ist denn los mit euch? Mann. Ich war das nicht. Bin ich sehr gelaufen? Digga, Silber kriegt auf jeden Fall jetzt einen drauf. Warte mal, so. Ja! Silber! Ey. Marvin. Was? Wie kannst du nur? Ja, ich hab dich nicht weggehauen. Digga, ich weiß jetzt dir nicht, weil ihr Scheiße erzählt, ey. Retalk, ich hab, glaube ich, noch niemanden getrollt bisher. Ach. Ich hab dich schon mit Motorradfahren sehen. Stimmt, den Marvin erzählt schon mal direkt Lügen, Alter. Das macht ihn direkt noch sasser. Ich hab gerade eine Anhängung gehört. Ich weiß nicht wo. Ich hoffe hier drin. Ey. Warte mal, ich glaube, es ist sogar hier sogar noch drin gewesen. Warte mal, hier. Ach, shit. Ja, der verkackt selber! Digga, jetzt einmal nicht trollen, ja? Ich kann dich nicht mal trollen, Alter, weil der selber verkackt, ey. Ich sag gerne Ram erlaubt. Ram erlaubt beim Zufußparcours oder was? Ja, natürlich. Digga, Silber, hast du heute Abend schlecht geschissen, Alter? Nö, nee, eigentlich ganz gut. Mann! Digga, wie geil! Digga, Silber hat sich gedreht wie so ein Beyblade, ey. Ja, verdient, Digga, aber richtig verdient. Richtig sexy, das war geil, ja. Da war ich ein Fan von. Also man muss schon Skill haben zum Trollen, ne? Also eine Kunst. Geradeaus fahren. Ist eine Kunst für sich. Der Geradeausfahr-Skill. Junge. Digga, diese Map ist so einfach gerade bisher, ne? Also lass uns bitte erstmal ein bisschen die Map kennenlernen und wenn sie irgendwo ein bisschen knackiger wird, dann können das wir Ding da nochmal trollen. Das Ding ist aber leider auch, okay. Es bleibt so einfach. Ja. Oh, er ist oben drauf geblieben. Ja, Digga, Silber, ist mal ernsthaft, was ist denn los mit dir? Nachtreten, ne? Man kann dann, ich hätte jetzt so gemacht, so auf akzeptiert, ne? So, nee, dass ich das Schicksal war mit Marvin. Na, ich glaube, ich krieg den Punkt eh nicht mehr, weil Deko da steht. Marvin, so, dem Schicksal nochmal nach. Ich krieg den Punkt eh nicht mehr, also. Aber nicht wegen Deko, das kann ich dir sagen. Digga, schon wieder! Ja, wenn du sowas sagst. So. Okay, 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 Silber, okay, okay, okay. Aber langsam muss ich beeilen, Marvin, vielleicht auch nicht mehr. Nein, ach komm, oh, ey. Das Ding für eine Reichweite, ey. Das war close, das war close. So, so Safteier. Oh, ist doch schön, ey. Oh, ausgewichen, Digga, hast du den Sidestep gesehen? Da würde ich sagen, leg dich schlafen, Alter, leg dich schlafen. Ich finde, wir müssen häufiger mit Ares und Silber zusammenspielen, ne? Dann so ein bisschen mehr, Ares, ne? Ares geht wieder auf mich und heult dann rum, dass wir nie auf Marvin gehen und dann kommt Silber und kann schon auf Marvin gehen. Digga, aber Silber, du... Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, der hat so... Man braucht so ein Gefühl eigentlich dafür, ne? Und das, der Junge ist eigentlich, was das angeht, echt behindert. Das ist die Rache für die Jahre. Die Rache wofür? Für die ganzen Jahre, die er mich beleidigt hat. Jahre? Dann musst du doch nicht bei Deko bedanken. Der beleidigt dich hoch und runter weg. Ey, ja, aber auch immer von Marvin angestiftet, muss man sagen. Also, ich bitte dich. Oh, 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 oh. Bin ich drin? Ey, es wäre so schön. Aber Deko, try out nach vorne, Silber wird diese Map nicht beenden. Ja, du auch nicht. Also, es wird nicht mehr viel passieren hier. Es wird nicht mehr viel passieren. Also, ich guck mal, ob es auch schwerer wird, dann sag ich Bescheid. Okay, okay. Aber bisher, René, leider von mir einen Daumen nach unten. Neben Silber, der von mir auch einen Daumen nach unten bekommt, der schon wieder geschossen hat hier. Der Junge, was ist los mit ihm? Lass uns doch hier zusammenlaufen. Lass uns zusammenlaufen, okay, wir laufen zusammen. Ich mach nichts, versprochen. Das glaube ich dir nicht. Doch, mach nichts. Also bis jetzt, die Kritik an der Map ist, dass es bis jetzt nur ablaufen ist. Oh, jetzt kommen immerhin mal Elektro-Dinger. Ja, die müssen aber auch funktionieren, das ist das Ding. Ich wurde weggeschockt. Okay, sehr schön. Und sie müssen böse gestellt sein. Ja, ein bisschen böse sind die schon. Marvin, jetzt stress mich nicht. Mein Controller ist das tricky. Ich mach doch gar nichts. Ich vertraue dir nicht, Marvin. Ja, ich wusste es doch. Doch, ich wusste es ja, doch. Ja, natürlich. Dass du, also wirklich.
Also, dass du auch wirklich dachtest, ich lass dich durch, auf gar keinen Fall! Ich hab den Punkt, ich hab den Punkt. Hä? Hey. Silber ist noch Ewigkeiten weg vom Punkt. Ja, Marvin, dann wieso hab ich denn keine Einigungsmeme? Zeigt Marvin jetzt Erbarmen? Was ist ein Deko eigentlich? Ja, der hat Tryout nach vorne. Ich bin auf dem Weg zu den Elektrodingern gerade. Oh. Digga, ich hab auch eiskalt keine Annäherungsminen mehr, ne? Ich muss mir wieder welche kaufen. Hast du die jetzt schon alle weggeballert, oder was? Nein, ich hatte gar keine. Ja. Einfach hast in der du, Folge schon 10 Stück geballert, Alter, oder hast was? Hast du irgendwo gesehen, dass ich Annäherungsminen reingeballert habe? Null. Hey, du bist ja immer noch hier, Deko. Ja, das ist ja auch nicht so einfach mit Elektrodingern. Die sind schon, ich würde sagen, die sind schon assi gestellt. Okay, jetzt kommen da noch mehr, oder? Ich war noch nicht weiter, keine Ahnung. Warst du nicht weiter? Nein! Ich bin falsch. Hä? Wie kommen wir denn da hin? Hast du das First Try durchgeschafft durch die Dinger, oder was? Ja. Hey, ich werd immer weggeschockt. Aber ich bin falsch. Warum bist du falsch? Ist doch richtig da. Weil der Punkt da hinten ist. Oh. Digga, bist du auch falsch gegangen? Ich bin dir aber nur hinterhergelaufen. Das war. Ja, ich lauf. Hä? Da oben kein Punkt oder was? Nein! Digga, wir sind hier falsch, glaube ich. Warte mal. Oder bin ich falsch? Hä? Wie kommt man da hin? Ich respawne mal, obwohl ich es geschafft habe. Ah. Ah, ich weiß, wie du es geschafft hast. Ach. So war es einfach. Marvin? Ja? Guck mal. Warte hier. Nein, ich gucke nicht. Nee, ich mach nichts. Guck mal. Hier, ich sehe was. Denn? Ich sehe was, oder? Hopp. Ja, deswegen ja, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade machen. Hey, Dekos ist da oben? Ja. Ah, der hatte den Punkt schon, ne? Der Lappen, ey. So ein Lappen, ey. Aber am ersten Mal habe ich es auch vercheckt. Du kleiner Gauner, Digga. Wie auch noch so tut. Hä? Wo ist denn der Punkt? Hä? Da war ein fetter Pfeil. Ich bin Schauspieler-Deko, ey. Ich muss echt so Leonardo da Vinci bin ich, ey. Nee, DiCaprio heißt der, ne? Leonardo da Vinci, Alter. Vom Aussehen auf jeden Fall. Oh. Digga, Silber! Was ist denn los mit dir? Lass uns doch einfach mal ein bisschen Spaß an dieser Map haben. Daran habe ich Spaß. Ich bin hier, um Spaß zu haben. Oder wie war das? So ähnlich. Ich muss mich unbedingt mal als Ding hier ranholen, als Effekt. Wir sind doch hier, um Spaß zu haben. Alter. Warum ist es unsichtbar? Digga, und dann spreche ich dagegen. Das war merkwürdig. Is it me, you? Hast du jetzt beim Stromding verkackt, oder was? Ja. Geil. Wie weit ist ein Deko schon? Der ballert nach vorne, Digga. Der ballert sich nach vorne. Ich gucke nach Ey, Digga, Silber! Digga, Silber hat so einen riesigen Dedo, Digga, Alter. Digga, das ist so weit da außen rum. Willst du mich verarschen, Alter? Ja, ich seh's. Ich wär fast bei. Du bist so ein Loser. Ja. Oh, jetzt kann ich auch endlich mal hier. Ich könnte Marvin mal eine Pause. Ich muss ihn auch erwischen. Nein. Mann. Nicht mich. Digga, ey. Ich war wirklich komplett bei der Scheiße hier durch, ey. Ah, oh mein Gott, das kann ja noch richtig böse werden hier mit den Elektrodingern. Ja, es ist ein richtig langer Weg einfach. Schwierig ist das nicht, nur einfach viel zu laufen. Digga, diese Lichteffekte, die haben richtig was von Cyberpunk, ey. Manic. Ich finde, optisch ist es ganz geil eigentlich. Hat was, ne? Auch durch das Halloween-Ding. Muss man sagen. Ja, Digga, was kommt da alles noch? Okay. Bei den Bussen hat er mich gerade weggeholt. Alter, nein! Mit einem fucking Raketenwerfer, ey. Hör auf, da hinten. Ist das Höhler da, oder was? Ey. Nee, Deko, dich lass ich jetzt so hoch. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Also, was ist denn los mit dir? Hey, ich hab das Deko angetan und du hast es ja so abgekriegt. Also, sag, bist du mein Fair verteilt. Also, da muss ich sagen, da bin ich jetzt schon bei Silber. Ja gut, Marvin hat heute ein bisschen mehr gelitten. So, wer so argumentiert, Digga, der darf auch keinen Spaß haben, ey. Also wirklich. Sei auf meiner Seite oder sei gegen mich, Digga, Alter. Es stand 2-0, 2-0 steht's bei uns, Alter. Ich hab noch nicht mal deine Eier angefasst bis jetzt, Alter. Ja, du kannst dich schon mal darauf vorbereiten, was passiert, wenn du jetzt beim Bus ankommst, Alter. Ja. Ja.
Scheiße, was habe ich losgetreten? Silber, also wirklich. Was habe ich losgetreten? Darf ich einen Map-Fehler ausnutzen? Er hat sich auf gar keinen Fall. Er hat sich richtig zugebaut. Also wird er von der anderen Seite jetzt laufen, oder wie? Boxershorts. Ey, wenn er sich richtig zubaut, was kann ich dafür? Aber ist auch Marvins Ausrede immer. Ja, nee, ist also doch eigentlich so. Ist Ares Ausrede. Hätte er zubauen können. Er hat sich richtig zugebaut. Hi Marvin. Oh shit, ich glaub. Jetzt hat er den richtig zugebaut. Das ist doch richtig geil, ich verstehe ihn nicht, ne? Ich hab darauf gewartet, dass Deko irgendwas macht, ne? Aber. Ey, Silber, ohne Mist, du bist für 4000 Jahre gebannt, Digga, Alter. Wo ist Silber? Warte nie mal. Nie wieder eine Aufnahme mit Silber, ey. Ach, deswegen gehst du da lang. Ja, schlau, ne? Ja, ich war noch nicht hier. Ich finde ihn leider nicht. Wenn irgendwer den findet, macht einfach nur 100.000 und okay. Dann haben wir 100.000 Sekunden. 100.000 Jahre Bann. Und da ist Deko. Lass die Arschfinger. Jetzt fängt er wieder an. Lass die Finger vor dem Arschloch. Jetzt fängt der wieder an, willst du mich komplett verarschen? Jetzt fährt der irgendwie. Ey, dass du überhaupt so frech bist, so mit mir zu sprechen, Alter. Willst du mir? Willst du mir? Geh weiter. Besser so. Verarscht, Alter? Hast du gerade gesehen, dass ich auf dich geschossen habe? Nee. Ja, also bist du wohl nicht gemeint. Saftauge. Hab ich gemerkt, was du geschossen hast überhaupt? Keine Ahnung. Ja, deswegen, ja, sag ich ja. Ey. Alter Marvin. Ich gleite jetzt. Ja, wer hat denn eh schon wieder ready die Haftbomben und keine Ahnung was gehabt, ey? Ja, ey, Deko. Laber mich nicht zu, du jetzt, Alter. Du bist es, sei froh, dass ich so viel getötet habe, Alter. Digga, also ja, wirklich. Hä, du hast dich mit deiner Map selbst gequält, weil du so scheiße warst. Also, mein verstorbener Opa, ja, segne ihn, ne? Ja. Grüße dich, hat immer gesagt, mit Maß und Ziel, ja? Und Silber übertreibt Alter. Einfach seinen Urgroßvater, Digga. Du hast für deine nächsten 20 Generationen hast du Minus-Karma-Punkte gesammelt. Wenn du Buddhist bist, Digga, kommst du auf die Welt als Eintags-Scheißflieger, Alter. Mindestens. Wenn nicht sogar so eine Mikrobe, Alter, so ein endoplasmatisches Retikulum, ey. Dieser Hass, ey. So ein Semipermeabel, glaube ich. Digga, und weil ich einfach Buddhist bin, Mr. Buddhist, lass dich jetzt sogar hier leben, weil ich Mr. Karma bin. Ich könnte froh sein, dass ich so ein Goldjunge bin, dadurch ich das Leben lasse hier, ey. Du hast mich da auch schon weggeknallt. Das war aber nur Rache. Gleiches mit Gleichem vergolten. Weg da, du Lappen! Digga, ich raste hier gleich aus mit dem Schmock hier, Alter. Silber, Boxershorts! Ich mach doch ja nicht, Mann. Digga. Aua! Was war das, Junge? Marvin, das war mein Motor, das war nicht also, ich. Also, Muchachos, ja? Das ist Silber, den werdet ihr nie wieder sehen und hören, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit ihm. Silber wird einfach irgendwo verbuddelt jetzt, ey. Einfach zurückentwickelt, Digga. In Kassow Moskau vorbei. Es ist, wenn Ares dabei ist, Digga, um Ares dann noch zu treuen. Dann nehmen wir sozusagen Silber mit als Waffe. Das können wir gerne machen. Da bin ich dafür. Wir nehmen Silber mit, er kann die ganze Zeit Ares wegtrollen. Perfekt, Digga. Dafür wäre es echt perfekt, wäre eine geile Kombi. Ares mit Silber. Ja, das wird sich so hoch eskalieren, ne? Das wäre so broke, ey. Ich bin echt zu blöd, da drauf zu kommen, Mann. Du kannst doch nicht bei der einfachen Kacke da verkacken. Fall immer runter. Ja, stell dich mit dich drauf. Ey, aber René, ich muss dir aber auch wieder ein bisschen Hass von mir abgeben. Ey, ich habe hier was richtig Geiles erhofft und werde erstens von Silber enttäuscht. Zum Teil auch von Deko enttäuscht. Hä, warum von mir? Von René richtig enttäuscht. Warum von mir? Es steht 3-1 zwischen uns beiden. Für dich, nicht für mich. Ey, diese komischen 3-1. Spawnpunkte, die zählen nicht, Digga. Ja, Alter, wie weit ist denn der Weg? Du hast mich genau vor dem Punkt gekillt. Noch näher als du warst. Als ich dich getötet habe. Ja.
Wenn wir alle, also wenn, dann wurde ich von dir enttäuscht. Wenn wir mal komplett GTA mit Chat-GPT zusammenrechnen lassen, Digga, dann... Ja, kritikfähig, Digga. Wo hast du denn Kritik gelernt, Alter? Digga, er sagt kritikfähig, Alter. Er rafft einfach nicht, dass er viel schlimmer ist als ich und mich dann ständig volllabert, Alter. Ey, wer... Wer war mit Kritikfähigkeit studiert, Alter? Ja, runter mit dir, Digga. Was ist los? Ja, richtig geil, wenn jetzt doch da hinten irgendwo Silber am Snipen ist, ey. Oh. Digga, kann man hier noch verkacken? Erstmal den Punkt holen. Scheinlich schon. Digga, wo ist Silber, Digga? Wo ist er, ey? Digga, einfach nur spammen. Du musst nur die Leertaste spammen, Digga. Musst du nicht mal. Du bist so ein Hassi, Alter. So... Warum? Nein! Ach, scheiße, man kommt da gar nicht hin, ey. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Digga, du hast dir sogar den Punkt geholt, Digga! Ich? Boah, wie frech er ist, weißt du, ich? Oder was? Jetzt muss ich mir wieder diesmal anhören. Deko, bla bla bla, hat er nämlich schon wieder vergessen mit seinem Goldfisch-Gehirn und dann wieder... Ja, so bist du drauf, ja, ey. Ja, hä? Was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Wie sich da aufs Maul legt, der richtig peinlich. Also, man kommt, glaube ich, nicht... So in den Punkt. Ich glaube, wir müssen mit dem Motorrad runterspringen. Haben wir keinen. Wir haben keinen Fallschirm, ne. Ja, dann mit dem Motorrad, ne? Okay. Ich wollte mir nur den Fallschirm ab und erst, wenn wir vorhin in den Flugzeug wollen. Boxershorts. Boxershorts, Marvin. Oh, du hast den Punkt eingesammelt! Oh. Du hast den Punkt eingesammelt! Oh mein Gott, Boxershorts zu Deko, Digga. Ey, was, welchen Punkt? Ey, Boxershorts zu Deko, der Eisgeil mit dem Motorrad alles eingesammelt hat, ey. Ey, wie viel Minus-KW soll ich sammeln, ey? Was machst du denn selber schon hier? Welche Karma-Punkte gibt es eigentlich? Ey, die ganze Ditto, ey. 10 Meter zu Fuß geht, ey. Okay, es gibt einen Song, der einfach perfekt auf Deko zugeschneidert ist, ja? Der ist von Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Ja, so ein Affe der Song, und Marvin. Ein Pferd. Ja, Muchachos. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Map so wie ich. Ich brauche bitte eine moralische Bewertung aller drei beteiligten Parteien. Also mir hat Spaß gemacht. Von den Zuschauern. Ihr müsst uns sagen, wer hat wie gehandelt. Wer hat Marvin gehandelt, wer hat Silber gehandelt, wie hab ich gehandelt. Haut's in die Kommentare, Muchachos. Checkt die Beschreibung aus.